Freiwillig. Also wie gesagt, man muss dazu sagen, der Möllers ist halt schon ein deutlich anderes Kaliber als irgendwie die bisherigen Klagevertreter da. Also da haben sie halt sich schon jemand ausgesucht, der, selbst wenn er irgendwie kein Bein mehr zum Draufstehen hatte, sich noch mit juristischer Semantik in der Luft gehalten hat. Und ja. Nun stand er aber auch, muss man natürlich auch sehen, also er war jetzt der einzige Anwalt der Gegenseite und auf der anderen Seite war natürlich so jemand wie Burkhard Hirsch, der einfach als Anwalt dort mit, ja, würde ich sagen, viel Herzblut argumentiert hat. Mhm. Natürlich haben dort 5 Anwälte haben sogar gesprochen, weil Volker Beck für die Grünen selber auch gesprochen hat. Mhm. Und natürlich Meinhard Starostek für die Massenverfassungsbeschwerde. Aber ich denke, dass Burkhard Hirsch eigentlich... Der hat den Saal gerockt. Der hat echt den Saal gerockt und ja... Wir können eigentlich nur hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt und mit derselben Power weiterkämpft für die Bürgerrechte. Da ist er ja hoffentlich in seiner Partei noch beispielgebend. Ja. Ja, also der interessante Punkt war tatsächlich, dass die Bundesregierung, also der Möllers für die Bundesregierung, hat eigentlich inhaltlich überhaupt nicht argumentiert, so im Wesentlichen. Also das Einzige, wo sie inhaltlich dagegen gesprochen haben, nicht argumentiert haben, sondern nur in Abrede gestellt haben, ist der sogenannte Chilling-Effekt, also dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Das war der einzige inhaltliche Punkt, wo er sagte, nee, das stellen wir in Abrede, weil es ja nicht belegt. So, das war, ist halt auch wieder so eine Gummisache, ne? Ja. Da kann man nicht irgendwie technisch gegen argumentieren, das ist dann wieder so eine Untersuchungsfrage. Genau, hat jemand Studien gemacht und dergleichen Dinge mehr so. Und ein anderer hat einen anderen rausgekriegt. Ja, und es war aber wirklich inhaltlich der einzige Punkt, wo sie widersprochen haben bei allen anderen. Also sie haben nicht in Abrede gestellt, dass man Profile bauen kann, sie haben nicht in Abrede gestellt, dass die Daten wirklich, dass da eine Menge rauszuholen ist. Sie haben behauptet, 6 Monate sei ja nicht so viel, also da könne man ja nicht so viel draus lesen. Was macht man schon in 6 Monaten? Irgendwann, das wissen wir ja alle. Also. Ja, also das war so im Wesentlichen die Argumentation, ließ sich dann am Ende darauf zusammenkochen zu sagen, naja, also wir hatten ja schon immer die Verkehrsdaten und was wir mit der Vorratsdatenspeicherung gemacht haben, war eigentlich nur dafür sorgen, dass wir die auch in Zukunft haben. Weil durch die Flatrates und so weiter würde halt ja sonst den armen Ermittlungsbehörden, die Lebensgrundlage entzogen. So. Das war halt so im Wesentlichen tatsächlich das Argument. Aber wir kommen ja nochmal darauf zurück, weil nur um das Highlight für nachher nochmal kurz anzuteasern, auch Jörg Zierke, unser eloquenter BKA-Präsident, war natürlich da. Kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich glaube, der eigentliche Punkt kommt jetzt schon. Genau, also die Frage, die Richter gestellt haben, war, wo sieht denn die Bundesregierung die Grenzen der Speicherung? Und das war ein sehr wesentlicher Punkt in dieser Verhandlung, weil damit wurde klar, dass das Urteil, was wir zu erwarten haben, nicht sich nur auf diese Vorratsdatenspeicherung beziehen wird, sondern tatsächlich höchstwahrscheinlich weit darüber hinausgehen wird und regeln wird, inwieweit der Staat halt Daten über längere Zeiträume erheben kann, um daraus Profile zu bauen. Ein Thema, was interessanterweise von der Staatssekretärin vom Justizministerium von sich aus angesprochen wurde, war, dass die Bundesregierung sich von diesem Urteil eine Guideline erhofft, wie sie sich im Flugdaten, also bei den Flugdaten verhalten soll. Und überhaupt Hinweise, wie sie vielleicht ein bisschen verfassungsgemäßer machen kann. Genau. Ich will noch kurz die Reaktion schildern. Die Reaktion von Papier war nur so eine Augenbraue, die hochging. So. Also muss dazu sagen, Papier managt seine Verhandlungen im Wesentlichen durch Gesichtsausdruck. Und wenn dann so der irgendjemand fortgesetzt Unsinn redet, dann erreicht die Augenbraue dann fast so den Haaransatz. Und dann weiß man, dass man... Oder wenn er zu viel redet. Dann ist man schon eher, also hat man es nicht so leicht mehr. So, also sie kamen da auf jeden Fall auf diesen wichtigen Punkt 2-mal. Und die Richterin hat mehrere Richterstellen ja Fragen. Also nicht nur der Gerichtspräsident und der Berichterstatter, sondern eigentlich können alle Fragen stellen. Sie kamen 2-mal darauf zurück, sie wollten ihn da festnageln. Wo sind die Grenzen? Wenn wir hier alles anders so speichern, können wir dann eigentlich auch noch gleich noch, weiß ich nicht, DNA und... Sie hatten sogar ein paar Beispiele, oder? Hm. Nicht nur die Flugdaten. Also wird dann jetzt alles gespeichert? Nur weil es gerade geht, because we can. Also Sie wollten dahin. Oder ist die Grenze für den Vertreter der Bundesregierung denn nur die Limitierung der Nutzung? Das heißt, die Speicherung darf passieren.
Aber genau. Er hat sich da eigentlich mit Juristenfu und Semantik und Rabulistik rausge. Ja, also das war halt so der Punkt, wo sie einfach nicht antworten wollten. So, also wo sie einfach sich nicht wirklich festlegen lassen wollten. Zierke hat dann später noch ein bisschen was dazu. Hat er? Da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Genau. Okay. Bei der Gelegenheit kam halt auch noch gleich noch was anderes raus. Darauf warten wir eigentlich schon seit einigen Jahren, mal so als offizielle Bestätigung. Denn das Bundesministerium der Justiz hat bei der Gelegenheit auch noch mal schriftlich verlautbaren lassen, dass sie doch tatsächlich stille SMS benutzen. Wir erinnern uns, die stillen SMS sind ja seit einigen Jahren umstritten. Das sind die sogenannten Typ 0 SMS. Und sie haben tatsächlich hier in der schriftlichen Stellungnahme auf Seite 15 gesagt, dass sie für den Bereich des Bundes aussagen können, dass das BKA, die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz von dem Einsatz der sogenannten stillen SMS Gebrauch macht. Also haben wir das jetzt auch mal schriftlich. Also kurz zur Erläuterung für die. Also für die, die es nicht wissen, stille SMS funktionieren so. In der Vorratsdatenspeicherung wird für jede Aktivität des Telefons, die theoretisch abgerechnet werden könnte, einen Datensatz angelegt. Unter anderem auch, wenn SMS empfangen werden. Weil es könnten ja kostenpflichtige SMS sein. Und was jetzt passiert, ist, dass die Ermittlungsbehörden eine Abfolge von SMS an das Telefon schicken, die zwar einen Eintrag in den Datensätzen erzeugen, aber vom Telefon aus nicht angezeigt werden, sondern weggeschmissen werden, weil sie eigentlich dafür gedacht sind, Konfigurationen im Netz zu machen oder ähnliche Dinge. Das heißt also, was passiert ist, man bekommt alle 5 Minuten eine SMS, die das Telefon nicht anzeigt. Also es gibt ganz wenige Telefone, die es tatsächlich anzeigen. Und es wird aber ein Datensatz erzeugt, in dem zum Beispiel die Zell-ID drin ist, wo sich derjenige gerade aufhält. Und dadurch kann man halt ein sehr hochverdichtetes Bewegungsprofil erzeugen, weil man halt alle 5 Minuten tatsächlich eine Position des Telefons übermittelt bekommt als Ermittler. Und das war ja lange Jahre ein Streitpunkt, die haben ja immer bestritten, machen wir nicht oder machen wir nur eine Ausnahmefälle. Einige Länder haben es zugegeben, durch kleine Anfragen ist rausgekommen, aber so, jetzt wissen wir mal, die Frage ist, ob die Liste vollständig ist. Ich frage mich, ob unser Bundesnachrichtendienst, wahrscheinlich schickt er nur stille SMS im Ausland, oder? Ja, vermutlich. Also ob die Liste vollständig ist und ob das Zollkriminalamt nur noch, wir wissen es nicht, Steuerbehörden, wir haben ja hier viele Behörden. Die dürften, ja. Sie hätten die Frage anders formulieren müssen. Machen Sie eine vollständige Liste, aber nun ja. Also das war ganz interessant, dass das bei der Gelegenheit noch rauskam. Der Verfassungsgerichtspräsident hat leider, wie schon bei der Online-Durchsuchung, vergessen, eine Bemerkung am Anfang zu machen, holte sie nach der Pause nach. Er verteilte dann noch so einige an Backpfeifen. Denn er sagte, dass der Senat verwundert sei, dass für auch hier wieder bei diesem angegriffenen Gesetz kein einziger. Also er trifft damit halt schon einen ziemlich interessanten Punkt, nämlich den, das, was wir schon mehrfach gesagt haben, dass wenn immer wir mit Vertretern aus den Ministerien reden, die privat das eigentlich auch total scheiße finden. So. Also wir haben die Erfahrung tatsächlich häufiger gemacht, aber die kommen halt einfach auch nicht mehr hin. Zwar sagen sie nachher in jede Kamera, dass sie total zufrieden sind, dass solche Urteile, lalala, jetzt alles geklärt ist und so, aber in Wirklichkeit wollen sie sich die Backpfeifen nicht anhören und sie kommen auch nicht, um argumentativ dort mitzuwirken, was natürlich bei den Beschwerdeführern ganz anders war. Ja. Also sie mussten tatsächlich dann auch so verteilen, dass sie ja schon aufgrund der Menge der Sachverständigen und Beschwerdeführer gleich dann mehrere Bänke hatten. Sie haben dann sozusagen die Bundesnetzagentur, Peter Schaar und den Landesdatenschutzbeauftragten in die andere Ecke schieben müssen, weil es da sonst so leer gewesen wäre. Ja. Nun ja. Also es ist nicht so, dass das Parlament nicht vertreten war. So war etwa die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau war da und die Grünen waren eigentlich auch in ziemlicher Feldstärke angetreten. FDP waren ein paar da. Ja. Ja, aber CDU und SPD waren notorisch abwesend, bis auf ein paar Ländervertreter. Ja. Ach ja? Ja, von den Ländern waren ein paar da. Ja. Also das war natürlich nochmal eine grundsätzliche Bemerkung, die wir allerdings schon kannten, denn bei der Untersuchung war genauso. Also sie rechtfertigen sich halt nicht mehr. Ja.